Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liria, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was passiert Monat Dezember diesmal nicht bei dir, sondern bei deinem Herzensmann? Die ersten Karten haben immer eine wichtige Bedeutung. Oft beschreibt sogar die Monatsthemen. Die allererste Karte ist ein Fuchs und das zeigt, hier läuft etwas falsch. Und was ist es, was hier ihn stört? Kann das Lügen sein oder Intrigen? Neben diesem Fuchs erscheint dieser Baum und das symbolisiert die Gesundheit. Unterhalb von Baum, dieser Berg, das sind die Einschränkungen oder die Probleme. Ich denke, das hat mit diesem Coronavirus was zu tun, weil er möchte etwas bewegen. Dort in die erste Reihe erscheint auch dieser Reiter und das kann auch eine Reise sein. Er plant diese Reise. Er steht bei diesem Weg, bei dieser Entscheidung und er möchte dich besuchen. Und das zeigt dieses Haus. Das ist sein Plan. Er scheint auch in seinen Gedankenwelt. Und warum will er diese Reise machen? Das ist das Herz, die Liebe. Und das Schiff symbolisiert auch die Reisen, aber auch seine Hoffnungen. Ihr beide, er scheint hier bei dieser Legung in die unteren Reihe. Aber ihr habt diese Verbindung. Er schaut aber weg. Er schaut in diese Richtung, wo diese Schlange liegt. Diese Schlange bedeutet eine Frau, seine Ex-Frau. Und der Sarg bedeutet, diese Beziehung, diese Ehe ist zum Ende. Oder er ist gerade dabei, diese Ehe zu beenden. Neben dieser Schlange ist dieser Turm. Und das bedeutet oft auch Gericht. Und nicht nur die Sarg zeigt, dass diese Ehe beendet ist, sondern auch die Sense, weil die Sense symbolisiert Trennung. Du kannst mit Neuigkeiten rechnen, weil das Kind ist da und das Kind symbolisiert Neuigkeiten. Hier dreht sich etwas. Und kommt ihr zum Gespräch. Und es ist ein persönliches Gespräch, das zeigen hier die Vögel. Und da klärt sich etwas auf, was die Lilien symbolisieren. Und du kannst sicher sein, die Schlüssel liegt an deinen Händen. Und du kannst handeln. Und du kannst eine Tür damit öffnen oder schließen. Das symbolisiert oft Offenheit oder Verschlossenheit. In deinen Gedanken erscheinen die Mäuse und das Brief. Die Mäuse fressen das weg. Das fehlt, diese Nachricht. Du würdest dich freuen, wenn diese Nachricht kommen würde. Aber das ist noch nicht da. Der Mond neben diesem Brief bedeutet Empfängnis. Du empfängst diese Nachricht. Natürlich kann das auch Schwangerschaft auch bedeuten, vor allem das Kind verbindet euch aber auch. Du wirst von ihm eine Nachricht erhalten. Die Lilien bedeuten nicht nur diese Reinheit oder eine reinigende Wirkung, sondern auch die Intimität. Und da eine Nachricht oder Bilder,
Das ist für ihn sehr erfreulich. Und jetzt schauen wir an, was passiert in einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Dezember. Hier läuft etwas falsch. Das hat mit ein Gesundheitsthemen was zu tun. Das kann natürlich auch Krankheit sein oder eine falsche Diagnose auch. Aber ich würde sagen, das hat mit diesen Einschränkungen was zu tun. Trotzdem liegt es alles gut da, weil die Sternenhimmel bringen Glück. Die Sternenhimmel bedeutet aber auch, dass alles im Sternen geschrieben ist, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und diese Richtung wird er bewegen. Dieser Reiter symbolisiert eine Reise, seine Bewegung, aber kann auch ein männlichen Person auch sein, wo er kontaktiert. Er steht bei diesem Kreuzung. Und hier trifft er Entscheidungen. Wie soll es weitergehen? Nicht nur, was diese Freundschaft betrifft, sondern das hat mit dir auch was zu tun, weil er plant diesen Besuch und er kommt zu dir. Neben diesem Haus erscheinen die Störchen. Die Störchen kann auch Schwangerschaft bedeuten, wenn er kommt. Bedeutet aber auch Veränderung und es kann später in einem späteren Zeitpunkt auch Umzug sein, Umzug im Ausland, weil der Schiff symbolisiert Reisen auch Ausland, Immobilien im Ausland. Der Schiff bedeutet aber auch die Hoffnung, die Sehnsüchte, die Wünsche. Und auch eine Seelenreise. Und das hat mit euch beiden was zu tun. Das hat mit dieser Liebe was zu tun. Und bei ein persönliches Treffen wird es auch spürbar sein, weil er zeigt seinen Gefühlen. Und das wird für dich eine schöne, beruhigende Wirkung sein. Aber momentan ist diese Falschheit noch da. Und das bedeutet nicht, dass er falsch ist, sondern diese ganzen Entscheidungen oder Gesetze oder Einschränkungen findet er seltsam. Zweite Woche, Monat Dezember. Hier ist noch diesen Berg zum Sehen. Natürlich kann das auch die Landschaft sein oder die Wintermonate, aber bedeutet auch Hindernisse. Und das, was er wahrnimmt und er findet das falsch. Er geht auch in die Öffentlichkeit oder sucht die Kontakte mit jemandem, wo in Öffentlichkeit steht. Das Kreuz bedeutet Schicksal. Euren Schicksalswegen kreuzen sie sich. Oder er trifft schicksalhafte Entscheidungen und die nächste Karte bedeutet seine berufliche Situation. Neben diesem Anker, was sein Beruf symbolisiert, erscheint die Wolken. Das ist bewölkt. Es ist noch etwas undurchschaubar. Er möchte das klären. Aber weil das schwierig ist, hier den Durchblick gewähren, das belastet ihm schon. Das zeigt diese Peitsche, das tut weh, aber er wird Glück haben, das verspricht dieser Glücksklee und dieser Bär kann seine Kraft sein, dass er jemand überzeugen kann von seinen Fähigkeiten, aber Bär symbolisiert auch ein Chef oder Chefin und hier wird er einen Vertrag bekommen. Das Buch zeigt, das ist noch im Geheimen, aber er bewegt sich in diese Richtung und er bekommt diese Unterstützung. Das Buch kann eventuell Bildung sein. Dritte Woche, Monat Dezember. Dieser Brief, diese Nachricht fehlt, die Mäuse fressen das weg. Aber gleichzeitig können die Mäuse auch diesen Berg
entfernen, die Schwierigkeiten, die Probleme, die Einschränkungen und dann folgt die Sternenhimmel in diese Reise, dass ihr werdet Glück haben. Auch wenn dieser Brief mit Verspätung kommt, der Mond zeigt, du wirst das empfangen. Und die Fischen bedeuten die Finanzen, aber auch die Werten, die inneren Werten auch. Es kommt von ihm die Wertschätzung und ihr kommt wieder zum Verbindung, was dieser Ring symbolisiert. Der Hund heißt natürlich auch Freundschaften. Er wird von manchen Freunden, Bekannten entfernen. Die Sense trennt das. Aber in deine Richtung ist nicht die Sense, sondern der Ring ist da und auch die Empfängnis der Mond. Das heißt, er bleibt bei dir treu erhalten. Was ihn beschäftigt momentan, das ist seine Scheidung und das muss noch geklärt werden. Bis das alles durch ist und Ruhe einkehrt, das wird Frühjahr oder Sommer sein. Das zeigt dieser Blumenstrauß. Das symbolisiert Frühling oder Sommer. Das symbolisiert die Sommermonate. Dann wird die Scheidung schon ausgesprochen und kann das abschließen. Und vierte Woche, Monat Dezember. Du erscheinst hier am Rande des Bildes. Und das hat auch eine Bedeutung. Es werden Momente geben, wo du das so empfindest, dass alles zu viel ist. Am liebsten würdest du davonlaufen. Trotzdem schaust du es alles an. Du wirst geduldig sein mit ihm. Er muss erst mal alles abschließen, diese Ehe beenden, dann beruflich neu orientieren. Es ist alles noch in die Schwebe. Er hat zwar Chancen, Möglichkeiten, aber doch dieser Arbeitsvertrag ist noch nicht geklärt, wobei er Unterstützung bekommt. Dann kommt die Reise dazu. Diese ganze Corona-Krise verändert die Welt, auch sein Leben verändert. Das und er kann nicht so hundertprozentig planen. Eins ist sicher, er liebt dich, er kommt und er bleibt treu erhalten. Und mit der Zeit klärt sich alles auf. Und wenn du einen Kinderwunsch hast, kannst du damit rechnen, dass dieser Traum zum Erfüllung geht. Was passiert noch Ende Dezember? Also er beschäftigt sich mit seiner Scheidung, dann macht er Gedanken über diese Reise, über seine berufliche Situation. Er will von dir Brief oder Bilder empfangen. Er hat dieses Bedürfnis. Das ist für ihn sehr erfreulich. Und du hast die Schlüssel in Hand. Zeigst du Offenheit oder bist du eher verschlossen? Hier brauchst du die Balance, nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber was noch wichtig ist, kommt zum Kontakt, zum Gesprächen und klärt sich etwas auf und zeigt sich hier die Reinheit bei euren Beziehungen. Diese Unschuld zeigt das Kind und die Lilien diese Reinheit oder ihr klärt etwas auf. Liebe Liria, so könnte ich sein Monatsthema beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.